Ein Bekannter von mir, der in der Toskana meditatives Bogenschießen angeboten hat, hat mal erzählt, dass manche Teilnehmer ihre verschossenen Pfeile nicht aus dem Gebüsch holen wollten. Sie haben das gar nicht eingesehen. Einer hat ihm sogar mal angeboten, 100 Mark pro Pfeil fürs Wiederholen zu bezahlen. Bei den Frauen sei das komischerweise nie ein Problem gewesen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde von Asraplot. Ich bin Asra. Kümmern wir uns um unsere Pfeile, die wir verschossen haben? Räumen wir hinter uns auf? Eigentlich sind wir es nicht gewöhnt. Jetzt gerade werden wir dauernd daran erinnert in der Corona-Krise, dass wir darauf achten, wo wir hinniesen, wo wir hinhusten, was wir von uns geben. Gewöhnt sind wir das nicht. Lange Zeit haben wir in die Zukunft geschaut, sind vorangegangen, haben Wachstum, Wachstum, Wachstum war die Parole immer und haben nicht so sehr dahin geschaut, was wir damit anrichten und was wir hinter uns lassen. Das ändert sich gerade. Was heißt gerade? In den 60er, 70er Jahren hat das angefangen. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber diese Stimmen, die da mal fordern, da hinzuschauen, was wir hinter uns lassen, werden immer lauter. Heute sind es nicht mehr nur ein paar Spinner, die da rumzetern. Viele Menschen sorgen sich um die Plastikinseln im Ozean, die immer größer werden, um den ganzen Müll, den Dreck in der Luft, im Wasser und in den Böden. Boden, Humus, was ist das eigentlich? Am Anfang war die Erde wüst und leer. Nachdem die glühende Erde abgekühlt war, gab es nur Stein und Wasser. Erde gab es noch nicht. Dann entstand Leben, zuerst im Meer, dann auch an Land. Die ersten Landpflanzen waren Moose und Flechten. Flechten sind ein Zusammenschluss von Algen und Pilzen. Es gibt sie immer noch, überall. Es gibt sie seit Urzeiten und sie werden uralt. Und wie damals zu Urzeiten sind sie es, die keinen Humus brauchen zum Leben. Im Gegenteil, sie verdauen Stein zur Erde. In Zusammenarbeit mit Mikroorganismen. In einem Kubikmeter lebendigem Waldboden existieren mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. Ohne diese Mikroorganismen gäbe es keine Pflanzen, keine Tiere und keine Menschen. Also, was haben die Inka gemacht? Also die alten Inka haben die Exkremente halt weitestgehend draußen hinterlassen, die von ihren Tieren und die von sich selber natürlich auch. Also ich weiß nicht davon, dass die Klos hatten im Haus. Und die haben auch ihre Gemüsereste aus dem Fenster geschmissen und die haben natürlich auch die Asche aus dem Ofen da drauf geschmissen. Und wenn denen ihr Geschirr kaputt ging, was ohne weiteres schon aus Ton war, wie wir das heute auch haben, dann haben die das auch hinterhergeschmissen. Und später hat sich herausgestellt, dass vor den Fenstern oder um ihre Häuser rum überall lackschwarze Erde war. Da ist halt ein super Kompost draus, Humus draus entstanden. Das riecht wie Walderde. Und viele Leute haben ja heute versucht, genau das gleiche Prinzip wieder hinzukriegen. Die versuchen eben auch Therapeuta zu machen. Da muss man halt fest drauf rumstampfen. Die Inka sind da drauf rumgelaufen, automatisch, weil die um ihr Haus gehen wollten. Und so müssten wir jetzt zum Beispiel unseren Misthaufen super, super feststampfen, dass da kein Sauerstoff drin ist. Wir machen also so eine Mischmethode hier. Also Therapreta wird hier nicht unter Luftausschluss gemacht, aber die Qualität, die hinten rauskommt, ist die gleiche. Also wir tun auch Tonscherben rein, wir schmeißen auch die Asche aus unserem Holzbrennofen, aus der Holzzentralheizung von unserem Haus, wo wir das Holz aus unserem Wald heizen, rein. Das heißt also, wir haben biologische Holzkohle und wir haben genügend Pipi. Also Urin ist total wichtig, um gutes Therapreta zu machen. Das muss viel sein. Und in unseren Misthaufen ist eben auch ausreichend davon drin, weil natürlich auch das Pferdepipi da drin ist, nicht nur unser eigenes, was wir via der Kompostklos da drin versenken. Ah ja, also der Inhalt von den Kompostklos, der kommt dann auch. Wo kommt der zuerst hin, nachdem er denn das da rausgeholt hat? Nachdem wir das aus unseren Tonnen ausgekippt oder aus den Tonnen auskippen, kippen wir das hier auf den Misthaufen. Ah ja. Da wird das gut verbuddelt, weil das würde zunächst mal riechen, aber natürlich tun wir da auch effektive Mikroorganismen drauf. Und schade, dass man über den Film nicht riechen kann. Ja. Ihr würdet merken, wir sitzen hier direkt neben dem Misthaufen und er riecht nicht. Nö, er riecht lecker nach Pferdemist. Also das ist nichts Stinkendes hier oder so, genauso wie unsere Kompostklos
nur so lange riechen, wie wir sie auskippen. Die riechen nicht, solange wir dort reingehen und uns da draufsetzen. Und da sind auch keine Fliegen drin, weil die natürlich ausreichend mit Holzsägespänen aus unserem Wald abgedeckt werden. Lass uns doch mal gucken, wie das da aussieht. Das ist Christina Sturschus-Schumann. Sie hat das Naturkulturhaus in Morsbach im Oberbergischen aufgebaut. Sie hat sich für uns Zeit genommen. So, vielen Dank, Tina. Ganz normale Holztüre aus Fichtenholz. Und hier ist ein wunderschönes, kleines, archaisches Örtchen aus Holz drin, was mit den früheren Plumpsklos so gar nichts mehr zu tun hat. Es riecht auch überhaupt nicht. Es riecht einfach wunderbar nach Holz. Ja. So, da ist ein ganz normaler Klodeckel drauf. Genau. Unter dem Klodeckel ist halt ein Eimer drunter. Ganz normaler, großer Eimer. Mhm. Und da schmeißt man halt, wenn man sein Geschäft gemacht hat, einfach Sägespäne drauf. Wir haben hier Sägespäne stehen aus dem Wald. Nimmt man sich einfach eine ordentliche Portion, schmeißt die rein, verteilt die so dick, dass das gut abgedeckt ist. Und Holz im Kompost oder Holz im Garten anschließend ist super gesund, weil die Qualitäten, die gewachsen sind, Holz wächst, wieder in den Garten zurückzubringen, bringt genau das, was dem Boden entnommen worden ist, auch wieder zurück in den Boden. Deswegen ist das super gesund. Und das Nächste, was man tut, man nimmt sich den Besen von der Wand, macht die Klobrille wieder ordentlich sauber. Und dann hat der Nächste wieder einen ganz angenehmen Platz. Das ist also die einfachste und nachhaltigste Möglichkeit, ein Klo im Garten zu haben, wo man schnell mal auf Klo kann, auch mit dreckigen Schuhen, wenn man nicht ins Haus rennen will. Oder wenn viel Besuch da ist als Ersatzklo, ist es einfach toll. Die nachhaltigste Methode, ein super zweites Klo zu haben. Und es hat halt den Vorteil, dass es den Rohstoff, die Stoffwechselendprodukte unseres Körpers, das, was wir aus dem Garten gegessen haben, verdaut, wieder in unseren Garten zurückbringen zu können, also den Kreislauf zu schließen. Für uns ist es eine riesige Verschwendung, auf ein anderes Klo zu gehen und das, was wir aus unserem wunderbaren Biogarten essen, dem nicht wieder zurückgeben zu dürfen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie das funktioniert, hier an der Seite ist eine Klappe, einfach aufmachen, hängt man oben ein und dann kann ich hier unten den Eimer, wenn ich will, einfach rausziehen. Das eben mal machen. So, nun ziehe ich den raus, setze den hier auf meine Schubkarre, fahre den auf den Misthaufen, bude den ein, spüle den einmal um, damit der außen nicht dreckig ist, eben um den Geruch zu minimieren und dass das auch hygienisch und schön ist auf dem Klo, dass man sich das gut sieht. Schiebe ich den wieder rein, wenn er leer ist, und klappe wieder zu. Das war's schon. Und immer, wenn wir gerade Zeit übrig haben oder wenn viel Besuch mit Kindern hier ist, die unbedingt eine Beschäftigung brauchen, dann sitzen sie hier alle auf dem Hof, nehmen sie die Tonscherbe und kriegen ein Hämmerchen in die Hand und dann hauen die alle sorgfältig klein, bis wir Brösel haben. Und dann haben wir Keramikpulver oder Tonmehl oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das wird dann auf dem Misthaufen dazwischen gestreut. Genauso haben wir halt Asche in unserem Ofen, die mit auf den Misthaufen gestreut. Und dann kommen halt die effektiven Mikroorganismen dazu. Die setzt eine Freundin für uns persönlich aus hiesigen Mikroorganismen an. Also die sind nicht von weit weg gekauft. Das ist der frisch ist? Genau, das ist der Misthaufen, der frisch ist. Dann gehen wir erst hier runter. Komm mit. Deren Mist ist natürlich auch mit auf dem. Und da kommt natürlich die schwarze Erde dann im Frühjahr drauf. Ja. Hier auch? Ja, überall im Garten und alle Wiesen werden zurückgedüngt. Das heißt, alles, was wir quasi entnehmen, wird via Pferdeäppel, Ziegenküttel, unsere Stoffwechselendprodukte, alles wieder zurückgegeben in den Garten und natürlich auch auf die Wiesen, da fressen unsere Pferde ja. Das macht so ein Kreislaufsystem ja eigentlich so relevant für unsere gute Mutterherde. Das ist so das, wo wir hinwollen, alles in Kreisläufen zu leben. Ja. So, hier liegt jetzt zum Beispiel ein Misthaufen, der liegt jetzt anderthalb Jahre. Mhm. Ne? Und wenn ich hier jetzt reinfasse unten, hier mal ein bisschen aufbuddele, dann kommt da plötzlich richtig schöne Humuserde drunter zutage. Darfst du einmal dran riechen? So, das ist
dann so mittelalte. Ja. Und dann gibt es natürlich auch lackschwarze Erde. Wenn das noch ein bisschen älter wird, wird das pechschwarz. Das ist ein anderthalbjähriger Kompost. Da sind im Sommer die Starkzehrer drauf gewachsen. Also auf dem hier sind jetzt zum Beispiel Brocken gewachsen. Ja. Und der wird dann halt direkt hier in den Garten rein verteilt. Und auf dem anderen Misthaufen, der da hinten liegt, da sind die Kürbisse drauf gewachsen. 2 Schubkarren voll Kürbisse. Die letzten 5 Stück liegen noch im Keller. Und das Ende März. Und das hier? Das ist Misthaufen vom letzten Sommer. Und da fasse ich jetzt noch nicht rein. Das sieht man noch ganz deutlich. Das sind noch Pferdeäppel. Ja. Der arbeitet gerade. Mhm. Weil wir haben unser Garten und Weidesystem so umgestaltet, dass wir die Hauswiese zwar komplett abmisten, aber nicht mit dem Mist ganz weit wegfahren, sondern immer da, wo wir gerade sind, auch einen Misthaufen anlegen. In dem Fall hier direkt an der Kante vom Garten, sodass wir das direkt im Garten verwenden können. Da ist der Garten. Also in einem Permakultursystem, was wir anstreben, zählt natürlich immer auch der Mensch. Das ist total wichtig, dass wir selber, wir sind ja derweil nicht mehr die Jüngsten, auch gut damit zurechtkommen. Dies ist der reife Kompost. Der wird auf dem Gemüsebeet eingearbeitet. Und das ist Terra Preta mit den Kohlestückchen, die man noch sieht. Das ist ja nun alles gut und schön, wenn man auf dem Land lebt und einen großen Garten hat. Aber was ist in der Stadt? Friedensreich Hundertwasser, der Wiener Künstler, hat seine Humustoilette mitten ins Wohnzimmer gestellt. In seinem Manifest Scheißkultur, die heilige Scheiße, schreibt er, dieselbe Liebe, dieselbe Zeit und Sorgfalt muss aufgewendet werden für das, was hinten rauskommt, wie für das, was vorne hineinkommt. Dieselbe Zeremonie wie beim Speisen mit Tischdecken, Messer, Gabel, Löffel, chinesischen Essstäbchen, Silberbesteck und Kerzenlicht. Es gibt auch für die Stadt, auch für mehrstöckige Mietshäuser technische Lösungen. Wolfgang Berger baut schon seit den 80er Jahren Komposttoiletten auch in städtische Wohnungen ein. In Genf gibt es 2 mehrstöckige Wohnhäuser der Kooperative Equilibre mit jeweils 2 Dutzend Wohnungen mit einem Komposter im Keller. Jeder von uns verbraucht durchschnittlich 123 Liter Wasser pro Tag. Etwa 1/4 davon geht durch die Toilette. Wollen wir hinter uns aufräumen, unsere Pfeile wieder einsammeln oder lassen wir andere unseren Mist wegräumen? Was lassen wir hinter uns? Was wollen wir hinterlassen? Wenn wir jetzt mal uns versetzen in die Zeit in 50 bis oder auch in 100 Jahren und zurückblicken, dann kann man vielleicht sagen, wir werden die Meere vom Plastik befreit haben. Wir werden Bäume gepflanzt haben. Wir werden den Boden, die Böden und den Humus wieder aufgebaut haben. Ganz bewusst heute zu entscheiden, was wir machen, von der Zukunft her zu entscheiden, das ist genau das, was uns von den Tieren unterscheidet. Das können die nicht. Und Mütter und Großmütter haben das schon immer getan.